Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Road to Division 1. Damit verbunden mit dem FAQ geht es heute weiter. Jö, wir sind am Start mit der nächsten Episode und heute gibt es wieder sehr interessante Fragen und wir haben Spiele mit Liverpool, Juventus Turin, irgendwie sowas und den Dreh, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall zwei sehr interessante Spiele, hoffe ich zumindest. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. 700 Likes wären richtig, richtig nice auf dieses Video. Und wie gesagt, wir haben interessante Fragen, schreibt mal vielleicht in die Kommentare, wenn eure Frage angekommen ist, damit ich auch sehe, damit ihr das, dass ihr das gesehen habt, so ist richtig. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen auch. Und wir starten dann, würde ich sagen, mal direkt durch, denn wir haben heute nur 5 Minuten Zeit und das ist relativ wenig. Halt, Stopp, vorher Videobeschreibung, Rendern, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und abchecken, wenn ihr da gerade Bock drauf habt und wer da unterstützen möchtet, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Erste Frage kommt von Lukas: Bielefeld oder Freiburg? Ich mag ja beide Mannschaften relativ gerne, beide sehr sympathisch. Ich würde mich auch spontan für Bielefeld entscheiden, aber wegen der Fanfreundschaft zwischen Hamburg, Hannover und Bielefeld, auch wenn ja das Ganze mit Hamburg ein bisschen kritisch ist und naja, allgemein so Fanfreundschaft zwischen diesen drei Vereinen, weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch zwischen Hamburg und Bielefeld, aber Hannover und Bielefeld ist glaube ich nicht mehr so die Riesenfreundschaft. Auf jeden Fall trotzdem Bielefeld, auch wegen der lokalen Nähe, sage ich mal. Wird Hannover jemals wieder in die Euroleague kommen, fragt Angelos, und das muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich schon, denn 2017 kann Kind ja machen, was er will quasi. Geld in den Verein pumpen, bisschen geht nicht mehr und allgemein ist in der Bundesliga alles möglich. Man sieht dann Augsburg, also Euroleague ist auf jeden Fall in den nächsten Jahren irgendwann wieder drin. Wann, weiß ich nicht, aber ich hoffe demnächst. Das wäre ganz schön. An sich ist es diese Saison nicht der Anspruch, aber trotzdem freut sich natürlich jeder Fan und wünscht sich jeder Fan, dass wir irgendwann mal wieder in die Europa League kommen. Kommt nochmal ein Video mit Alex Pato, fragt der Raphael. Das kann durchaus gut sein. Wir wollten ja eigentlich vor Ewigkeiten schon mal wieder einen König Fußball machen, wie es bei ihm heißt. Aber ich weiß nicht, wann wir das machen, aber wir werden das bestimmt irgendwann mal wieder machen. Da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass mit Alex Pato auf jeden Fall noch Kontakt besteht und das auf jeden Fall wieder mal im nächsten Video kommen. Wie bist du damals in den Impact-Clan gekommen und was kommt nochmal mit Gaps oder kommt nochmal ein Video mit Gaps? So, Impact-Clan war eine relativ einfache Geschichte über Gaps, beziehungsweise die Story mit Gaps habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe ja mal früher Kanto Narita, ist ein ehemaliger Call of Duty-Kommentator, als ich noch Call of Duty-Videos gemacht habe. Oh, meine böse Zeiten. Egal, auf jeden Fall, damals habe ich den kennengelernt und über den habe ich Gaps kennengelernt und Gaps war damals ein kleiner YouTuber, genauso wie ich. Habe ich mit ihm ein Video gemacht und so habe ich Gaps kennengelernt. Ob mit Gaps selber nochmal was kommt, weiß ich nicht, aber auf der Gamescom wird er auf jeden Fall dabei sein. Der gehört zu den Chaoten, die auf meiner Checkliste auch drauf, schnell auf Facebook gucken, wenn ihr wissen wollt, was die Checkliste ist. Und dadurch bin ich dann auf Marcel Scorpion gekommen, beziehungsweise an Marcel Scorpion gekommen, habe ich mit den Leuten alle verstanden und dann war ich quasi, obwohl ich kein wirklicher CODler mehr war, im Impact-Clan als Ehrenmitglied, als Impact X FIFA. Aber ich war ja nie wirklich so Riesenmitglied, also macht euch da keine Gedanken, ich war jetzt nicht irgendwie aufgrund meiner Spielstärke Call of Duty da drin. Hast du es bereut, dass du die Xbox One geholt hast? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Lukas, warum ich das bereuen soll, denn die Xbox One ist in meinen Augen eine sehr gute Konsole, sie steht hier und ich mag sie sehr gerne. Ich habe noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist der Online-Service ist wunderbar, es gibt die Legenden, FIFA ist darauf wunderbar, ich habe alle möglichen Spiele dafür, man kann demnächst die alten Spiele spielen, also quasi die Current, Last Gen, also hier Xbox 360 Spiele drauf spielen. Microsoft ist allgemein ein gutes Unternehmen, was ich auch gerne unterstütze. Ich mag den Controller. Ich habe keine Probleme mit der Xbox One, also von daher weiß ich nicht, warum ich das bereuen soll. Ich habe es nicht bereut bisher und ich glaube, ich werde es auch nicht bereuen, wenn ich irgendwann eine PS4 haben möchte oder haben will unbedingt, dann hole ich mir halt auch noch eine PS4 dazu. Also bisher brauche ich einfach wirklich keine PS4. Ich will eine Multimedia auch haben und da bist du mit der Xbox ganz gut dabei. Wie lange willst du noch weitermachen? Das ist die vorletzte Frage jetzt, also wir haben heute nicht so viel, weil wir haben nur 5 Minuten und davon sind 3,5 ungefähr rum. Das ist eine relativ schwierige Frage, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie lange ich weitermachen will. Er hat gesagt, ich soll nicht sagen, solange es mir Spaß macht, aber das ist tatsächlich die richtige Antwort so gesehen. Ich werde einmal so lange weitermachen, wie ich noch Bock drauf habe. Nicht unbedingt Spaß dran, sondern Bock drauf habe, wie ich wirklich sage, okay, es macht immer noch Bock, Videos zu produzieren und natürlich auch, solange ich die Zeit dafür. Wenn ich in der Ausbildung bin und merke, okay, ich schaff's zeitlich einfach nicht oder ich kann das oder ich vernachlässige das oder kann einfach nicht mehr wirklich das machen, was mir gefällt oder in dem Ausmaße, wie es mir gefällt, dann werde ich wahrscheinlich aufhören und später auch irgendwann, wenn FIFA vielleicht mal keinen Spaß mehr macht oder sowas, kann das gut sein. Aber ich weiß es nicht, momentan sehe ich noch kein Ende. Und damit kommen wir zur letzten Frage für diese Episode. Ich verabschiede mich schon vorher mal, denn die ist sehr, sehr kritisch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, dass wir jetzt mit den anderen Teams hier mal spielen, beziehungsweise immer mit den Teams, die unser Gegner quasi gespielt hat. Ich finde das wirklich relativ interessant. Und schreibt mir in die Kommentare, wie lange wollt ihr denn noch, beziehungsweise wie lange stellt ihr euch vor, oder glaubt ihr, dass ich noch weitermachen werde, beziehungsweise allgemein die YouTuber? Gibt es da irgendeinen Punkt, wo ihr sagt, YouTube wird aussterben oder wird YouTube in euren Augen immer weitermachen, das ist weiter wachsen? Das ist so meine Videofrage für euch. Das fände ich mal ganz interessant. Und wünscht euch Videos mit Alex Pato, das ist auch ganz wichtig, damit ihr das weiß. Damit wir da auch eventuell in Zukunft mal wieder mehr planen können. Gut, damit kommen wir zur letzten Frage und die ist von Luca. Und die ist nochmal was ganz, ganz Hartes. Und ich will sie ehrlich gesagt nicht beantworten, Leute. Das ist die Killerfrage. Es ist wirklich die Killerfrage. Er fragt mich, ein Jahr kein Sex
oder ein Jahr kein Stadion?